Any idea where we could find a battery? Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. What about the medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Eben gesagt, und schütze dir? Oder habe ich es nur falsch gelesen? Ben, ich würde gerne kurz mit ihm reden. Vielleicht ist das letzte Mal, wer weiß. You need any help with that? Thanks, I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? You're plenty useful. Yeah, right. Seems like all I ever do is get us into trouble. Well, I'll let you get on with it. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Ben, no offense, but have you lost your motherfucking mind? Kenny's barely hanging on. You tell him you're to blame? I don't even want to think about what he might do. I know. I've thought about that. But I don't know how much longer I can keep looking him in the eye. I feel like I'm lying to him by not telling him. I'm telling you, man, it's a bad idea. Real, real bad. Hey, maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands, but that's not who I am. I can't just pretend it never happened. Look, we need Kenny. We need him to hold his shit together if we're ever gonna get out of here. So you need to keep this to yourself, for the good of everyone. You hear me? I hear you. I'm gonna get back to this. Sorry, aber wenn jetzt Ken noch ganz... Ach, ich weiß nicht, das ist einfach so... Ah, Ben, du wirst mir immer unsympathischer. Ganz ehrlich. Ich weiß, er ist ein Teenager. Teenager wissen es nicht besser, aber trotzdem. So, according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurse's office. A battery would probably be at the auto shop out through here. Was, mit ihm kann ich noch am wenigsten sympathisieren. Dann mag ich Molly noch viel lieber. Die ist auch wenigstens nützlich. Molly? Würde die nicht mit uns gehen? Was? Kinder unter 14? Children under 14 not admitted without authorization. Okay. All illness and medical conditions must be disclosed to the council. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Wir waren hier noch nicht fertig. Anyone asked to leave Crawford cannot return under any
circumstances. Thefts or looting within the district will not be tolerated. Waste not, make the most of your rations. Okay, klar. Jeder, also für die, die es jetzt nicht so verstanden haben, also natürlich Krankheiten und sowas sind nicht erlaubt. Kinder unter 14 sind, glaube ich, nicht erlaubt, ohne admitted, ja, doch. Achso, man muss Krankheiten auch melden. Kinder unter 14 sind hier nicht erlaubt, außer man fragt halt nach Erlaubnis. Dann, wer Crawford verlassen möchte, kann unter keinen Umständen wieder zurückkehren. Dann hatten wir noch, jetzt habe ich jetzt vergessen. Ah ja, natürlich, stehlen und sowas ist innerhalb von Crawford nicht erlaubt. Und das letzte war, ich habe es schon wieder vergessen. Gott, ich habe so ein... Ach so, ja. Und man soll seine Rationen eben, ja, nicht verschwenden. Gott, was ist hier noch passiert? Ist einer gestorben und die haben sich mitbekommen oder so? The alleyway to the auto shop's down here. You coming or not? Ja, ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Was kann ich denn da mitnehmen? Patronenhülsen? I've already been fired. They're worthless. Das war wohl alles doch nicht so sicher, wie gedacht. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Was mitzunehmen? Zu Lu? Ach, ich dachte gerade eben, da steht ein Walker. Das schreckt mich doch nicht so, Mensch. You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. Okay. Mann, der hat so gewackelt. Da dachte ich schon so, oh, das muss ein Walker sein. Aber gut, die müssen nicht raus. Das ist doch gut. Nee, die hatten wir schon. Das ist der Exit. Ausgang zur Gasse. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Hab ich eigentlich... Ich hab nur das Walkie-Talkie. Wieso hab ich keine Waffe? Na, Moment. Ich müsste ja meine Pistole haben. Die wird mir nur nicht im Inventar angezeigt. Psst, Lee. Molly, you out here? Leise. Brüller nicht so rum, mein Gott. Guess I'm not going that way. Was? Steht was mit Loot? Da sehen wir was gehuscht. Aber ich kann das nicht sehen. Also irgendjemand wird auf jeden Fall erschossen, wenn er lootet. Hier ist nichts drin. Ist doch irgendwas vorbeigehuscht oder habe ich mich verguckt? Well, climbing the fence isn't an option. Zumindest nicht so einfach. Okay, was ist da drüben? Herman's. This is the place I'm looking for. Wie komme ich da hin? Und wo ist Molly? Auto shop must be down this way. Ja, das haben wir schon festgestellt. Was muss ich denn tun? Kann ich denn da auf den Container? Kann ich den verschieben? Nein. Kann ich gar nicht. Ich kann hier eigentlich gar nichts tun. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich bin verwirrt. Luther's will shot on sight oder sowas. Also wer lootet, wird sofort erschossen, wenn man ihn dabei erwischt.
Ich dachte, ich hätte hier eben einen Schatten vorbeihuschen sehen. In die Richtung. Da gibt's hier was am Zaun anzugucken. Ist doch kein Loch. Ich komme nicht mal in die Nähe des Zauns. Ist vielleicht doch da lang? Nein, muss ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Hallo, Hilfe? 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 Ah, ich könnte es mal durch das Dach versuchen. Ich bin so blöd. Entschuldigung. Na, hoffentlich halten die mich aus. Du bist doch wahnsinnig, Lee. Du hättest ja alle Knochen brechen können. Ich hoffe, dessen bist du dir bewusst. Damn, it's jam tight. Krieg, Better not get too close. Okay, da sind Walker. Ist nicht so gut. Leave him. He's mine. Nice to see you. Molly? Molly! What? I think you got him. One more! He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor, maybe? Yeah, well, he ain't shit now. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Oh yeah, that'll work. Ach nein, jetzt müssen wir wieder Quicktime-Eventen. Ich hasse Quicktime-Eventen. Come on! Der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt noch. Verdammt. Jetzt auf den Kopf schlagen müssen, Molly. Du weißt aber auch gar nichts. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Da blinkt eine Warnanlage. Da ist ein Sattelschlepper. Looks like Crawford had their own semi-trucks. Ja. Das macht Sinn. Können wir denn von hier was gebrauchen? Ist hier da eine Batterie? Well, I can see where the battery should be, but it's not. Ach, natürlich gibt's hier keine. Perfect. Steuerung der Hebebühne? Warnschild. More of Crawford's rules. How did anybody live like this? I'd rather take my chances on the outside. Das geht leider mal zu schnell weg. Ich kann das leider nicht lesen. Ich habe irgendwas mit IQ, aber ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. It's the panel that controls the hydraulic lift over there. Dann lassen wir die doch mal runter. Das Auto blinkt. Wenn ein Auto blinkt, dann hat es Saft. Und wenn es Saft hat, hat es eine Batterie.
No power. It's locked. No way in. Wieso hat die denn jetzt keinen Strom? That blinking must be an anti-theft system. Good chance of a working battery being in that car. If I can find a way to get up there. Kann ich nicht in den Sattelschlepper und von dort aus? Was mache ich denn jetzt? Es gibt hier nicht so viele Möglichkeiten, Molly. Gib mir mal dein Ding. Something you need? What do you think happened to Crawford? Don't know, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was coming to them. Not a lot of sympathy for all the people who died here, huh? I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck 'em. What was all that about back there? He came at me up on that rooftop, tried to take a bite out of me, so I took care of business. What, you got a problem with me killing geeks? Nah, it just seemed like you went to town on him a little more than you needed to. Hey, you never really know when those things are all the way dead. I was just making sure. Look, you want to get this battery or not? Time's wasting. So why did you decide to help us? I told you. I'm expecting a ride on that boat once that hillbilly friend of yours has got it running. You sure that's all of it? You want to keep interrogating me, or do you want to get the damn battery and get out of here? I'm going to have a look around. You do that. Huh. Looks like Crawford already used this battery for something else. Ja gut. Da sagt mir jetzt, ich komme da nicht ran, ne? I can't reach it up there. Gut. Eigentlich nicht gut. Hm. Oh, was haben wir denn da? Ein Hydraulikschlauch? Like it's the hose for the lift hydraulics. Ach so. Hm. Kann ich den nehmen? Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. Wieso hast du eigentlich dein Multiwerkzeug nicht dabei? Ist es verloren? Something you need? Think I can borrow that hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda? That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. I got your promise now. Not a scratch. Wieso habe ich jetzt das Gefühl, dass das eine blöde Idee war, ihr Hilda wegzunehmen? I did it. Whoa, whoa! That's probably not good. No shit! I'll try to hold him off. Hurry! There's the battery. Finally something goes right. It's still attached to the terminals. Jetzt. It's still attached to the terminals. Ja, dann wach den Dreck doch ab. Meine Fresse. Muss ich dir denn alles sagen? Jetzt nimm dir die scheiß Batterie. It's off. Oh, immerhin. Got that one off. Nimm die Batterie. Got it. Yeah, but we still got a problem here. Put it in here, I'll carry it. Okay, follow me. Move your ass. Hoch. Great, now what?
skylight. It's shut. Shoot it out. Ob die steht da nicht so rum. Okay, so now we're on a roof. Do you ever stop complaining? Come on. Aber echt, Lee. Also, du bist jetzt heute ein bisschen weinerlich. Come on, what are you, chicken? Jump! What did you call me? Well, now that you mention it. Tot. Verdammt. Ja. Okay, so now we're on a roof. Ach, muss ich mir jetzt wirklich jedes Mal die Szene anhören? Huch, das wollte ich nicht. Stop complaining. Come on. Nein, ich dachte, ich kann die vielleicht irgendwie mal springen. Jetzt habe ich da den Mauszeiger drin. Das wollte ich nicht. Verdammt, jetzt habe ich rausgetappt. Das wollte ich erst recht nicht. Verdammt.